er kommt nicht ganz quietschgelb rüber bei mir. Es hat so einen ganz leichten Grünstich, aber es ist wirklich knatschgelb, so kann man sagen. Also das wäre so ein, was kann ich mir das sagen soll, also kein Signalgelb, sondern so ein richtig sattes Eigelb. Ja, so ein Sonnengelb, was irgendwie da ist. Und wenn du gerade mal schließt die Tür, denn die meisten denken, da wäre eine Waschmaschine eingebaut, wenn man das so sieht. Es hat nämlich eine runde Tür und das kennt man eigentlich nur von Waschmaschinen. Aber das ist die ganze Form. Jemand, der sich das überlegt hatte, die hatten eigentlich zunächst Vermietanhänger in Island gebaut, die dann an Kunden ausgeliehen wurden, die gar nicht verkauft worden sind, sondern nur vermietet worden sind. Und irgendwann kam mal einer und hat gesagt, kann ich den kaufen? So ungefähr war das, ja. Ja, das ist tatsächlich richtig. Mink wurde, der Mink 1.0, das ist ja nicht mehr den wir hier sehen, der wurde tatsächlich ausschließlich für die Vermietung auf Island gebaut und läuft da auch schon seit, ich glaube, jetzt mittlerweile 8. oder 9. Jahr. Dann kam aber vor circa 2,5 Jahren der Mink 2.0 ins Gespräch, wurde dann als Prototyp gefertigt. Da bin ich dann auch mehrfach in Island gewesen, habe mir das alles angeguckt. Man wollte dieses Vermietgeschäft oder dieses Mietmodell auch nach Europa bringen oder aufs Festland besser gesagt. Das hat aber nicht funktioniert, weil hier keiner geführte Reisen bucht, um die Natur zu erleben. Schade eigentlich, ja. Ja, aber ich sag mal, 10 Tage durch Deutschland fahren, das ist, glaube ich, nicht das, wofür man viele Kunden findet. Ach doch, so die Lausitz oder es gibt so tolle Stellen in Deutschland, aber Island ist ja mal... Island ist mal was ganz anderes. Also auf jeden Fall haben sie sich dann doch durchgerungen, die Fahrzeuge in größerer Stückzahl zu fertigen. Auch ein größerer Investor eingestiegen und danach ging es steil bergauf. Fahrzeuge wurden dann später in Riga oder werden bis heute in Riga produziert. In sehr guter Qualität, sehr schnell verfügbar, also binnen Wochen. Das Schöne ist und die News sind, dass es ihn jetzt nicht nur in dem Original Sonneneigelb, Quietschgelb gibt, sondern auch in Weiß und in Mattschwarz. Auch in verschiedenen Kombinationen zu den Felgen und Reifen. Also es gibt größere und breitere Offroad-Bereifungen. Es wird eventuell auch noch eine Einzelradaufhängung geben. Das ist im Gespräch. Ja, und ansonsten, was den Innenraum anbelangt, da wird sich nichts ändern. Der ist einfach super. Der hat eine wahnsinnig dicke Matratze. Können wir vielleicht gleich mal zeigen. Eine schön bequeme Rückenlehne, an der man sich toll anlehnen kann. Er hat 2 Fenster. Das ist auch interessant. Wir haben ja eben da übrigens aus Mainz, steht draußen, ein wirklich toller mit nur einem Fenster oder einer Tür. Das Konzept können wir gleich mal in einer Minute noch mal gucken. Haben ein eigenes Video drüber gedreht. Bitte schaut euch auch das Video an. Wie heißt der draußen? Der Miniaturing. Miniaturing. Ein deutsches Produkt. Deutsches Produkt. Ja, so ist es aber. Find ich schon cool. Aber die Letten haben es richtig drauf. Ich habe auf der Messe waren ganz viele Letten da, die gebaut haben. Ja. Was sind das für Materialien außen? Ja, das ist das Besondere. Jeder denkt natürlich, das ist GFK. Nein, das ist ABS-Kunststoff. Und ABS-Kunststoff ist gegenüber GFK voll recycelbar. Also GFK ist leider reiner Sondermüll, muss man so deutlich sagen. Ist nicht recycelbar. Und das ist der Mink nicht. Also es ist das gleiche Material, wie zum Beispiel Thule seine Boxen baut, schon seit Jahrzehnten. Brennt dein Glasfaser wenigstens? Bitte? Brennt dein Glasfaser wenigstens in der Müllverbrennung? Das weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, der Nachteil. Hält ewig GFK, aber auch irgendwie, du kriegst die Stoffe nicht mehr auseinander. Nee, gell? Genau, nicht recycelfähig. Und das ist eigentlich ein Werkstoff, der eigentlich überhaupt nicht mehr genutzt werden sollte. Aber ist das ABS eigentlich, ich sag mal, mit der Zeit wird das spröde, brüchig? Also nicht, dass ich wüsste. Also wenn man sich uralte Thule-Boxen und so anschaut, also eher das GFK brüchig wird im UV-Licht. Das habe ich schon gesehen und gehört von zum Beispiel Deckeln von Dachzelten und so. Sensationell ist die Form, es sieht aus wie ein Flugzeug,
So ist es, du bist ja selber Flieger. Es hat so eine Tragflächenform. Das stimmt. Fliegt ja auch bei der Geschwindigkeit X? Ja, nee, dafür ist die Krümmung nach unten zu ausgeprägt. Hat keinen Auftrieb. Genau, da ist der Abtrieb genauso groß wie der Auftrieb ungefähr. Was cool ist hier, guck mal hier, so Getränkeabstell. Ja, das ist eben typisch Minck. Da ist nichts aus dem Zubehörregal, sondern alles ausschließlich für Minck designt. Die Türen, die Fenster, Dachfenster, solche Sachen wie Fender, die Lichterhalter und so weiter. Die Minck-Felgen. Die Minck-Felgen, genau. Also das ist, ja, das macht ihn einfach sehr besonders. So, das heißt, die haben für alles ein Werkzeug kreiert, dann wird das ja wahrscheinlich gespritzt oder wie auch immer. Ja, ich glaube, tiefgezogen wird ABS, wenn ich das richtig weiß. Ja, es ist einfach die teuerste Bauweise. Ansonsten würde man auch nicht dieses dreidimensionale Design hinkriegen. Es ist ja hier auch nicht glatt, sondern es kommt ja hier noch ein Stück raus. Und der Türrahmen und das ist alles ein Stück. Preis, von dem hier steht? Fängt an im Moment bei 20.000. 20.000, wie er hier steht? Realistisch, wie er hier steht mit Solar, Moskitonetzen, Webasto-Standheizung. Zulassungskosten etc. liegen wir so bei 25,4. Es gibt ja auch eine Offroad-Version, oder ist das die schon? Nee, das ist sagen wir, die normale. Die ist natürlich schon Offroad-fähig. Der ist von unten wasserdicht, kommt aus Island, ist da ewig im Test quasi gelaufen. Aber es gibt jetzt eine Version mit etwas breiteren und größeren Rädern. Das heißt, die Bodenfreiheit nimmt noch mal ein bisschen zu. Und dadurch sieht er tatsächlich auch noch mal kerniger aus. Ja, ich befürchte, dass vorne der Tank der Dieseltank ist. Da befürchtest du richtig. Ja, das werden wir nämlich gleich mal sehen, weil da ist eine Webasto-Standheizung drin. Und das Geile ist, die ist eh schon sparsam. Ja. Aber in Verbindung mit diesem Ultratank, was geht denn da rein? 12 Liter. 12 Liter, ach so, geht nicht mehr rein. Nee, aber das ist für 7 Tage durchheizen, ne? Also 24 Stunden. Das ist schon eine Masse. Und sonst fährt man an die nächste Tanke. Und so, das ist ein interessantes Konzept. Das ist ein Kühlschrank, der kein Kühlschrank ist. Genau, das ist ein passiver Kühlschrank. Da kann ich einfach, man sieht unten den Ablauf. Also ich kann Eiswürfel reinschmeißen, die kriege ich heute an jeder Tankstelle. Oder Eisakkus. Bei Eiswürfeln geht das Schmelzwasser einfach nach unten raus. Ich habe allerdings eine Kundin, die war im Sommer damit in Norwegen und hat alles das, was sie im Supermarkt gekauft hat, einfach da reingepackt bei 20 Grad. Und sie sagt, selbst die Butter ist nicht geschmolzen. Ich kann es nur wiedergeben. Es ist extrem gut isoliert. Gut. Gedämmt, können wir uns darauf einigen. Gedämmt. Weil die beschweren sich immer, dass ich isoliert sage. Na gut. Isolieren tut der Elektriker, hat mir einer geschrieben. Und, okay. Und dämmen tut der... Das Elektriker weiß das. So, was ist das hier? Das sind einfach Stauboxen. Die haben die auch selber gemacht? Ja. Das ist alles für den Minck gemacht. Wir haben unten nochmal Stauraum unter den Boxen, beziehungsweise auch nochmal Kühlmöglichkeiten. Das ist die gleiche Isolierungsqualität wie bei dem anderen? Dämmungsqualität? Ich glaube ja. Ja. Also da ist jeweils beschriftet. Da gibt es allerdings keinen Ablauf für. Das heißt, die Beschriftung ist ja nur quasi ein Beispiel, was man da reinmachen könnte. Aber da könnte man jetzt Töpfe reinmachen, ja. Hier könnte man Besteck reinmachen, hier könnte man die Reinigungsmittel reinmachen, genau. Und so weiter. Das kommt ja aus der Praxisnutzung, das hier, also dass es so ist, wie es ist. Unter anderem dieser geile... Die wurde natürlich so bestückt, ne? Also wenn du den mietest auf Island, kannst du heute immer noch machen, dann ist der so gepackt, dass du Sachen gleich findest und weißt auch, wie du es wieder einzuräumen hast. So, mach mal zu, dann zeigen wir mal was Schönes. Denn er ist nämlich geschlossen, fast schöner wie geöffnet. Ja, er hat also von hinten den schönsten Arsch, wenn man das so sagen darf, überhaupt. Also der Auftritt, die Perspektive von hinten ist einfach grandios. Ich lasse das mal so stehen. Ja, ich auch. Da ist Solar. Ja, von Solara aus Hamburg, freut mich natürlich sehr. Auch so eine Prismenoberfläche, die das ermöglicht, das Sonnenlicht also auch in schrägeren Winkeln bestmöglich zu verarbeiten. 105 Watt, 70 Ampere Batterie, reicht völlig. Wir haben nämlich wirklich nur die LED-Beleuchtung in der Kabine und hinten. Und die Heizung, ich glaube, wenn die einmal gezündet hat, die Heizung, braucht die ja, fast keinen Strom. Das Gebläse braucht noch ein bisschen. Braucht noch ein bisschen Strom, aber ich glaube, das Zünden, das kostet am meisten Strom. Das sind so eine Minute. Ungefähr, dann, ja. Und dann ist Feierabend. Dann, ich sag mal, was total spannend ist, die haben aus dem Baukasten
von Dometic einfach dieses Fenster genommen. Das hat genau gepasst, oder? Ja, so fast, ne? Also, oh, schade, ist ein bisschen dreckig. Ja. Also, wenn du hier mal guckst, was da drauf ist, dann wirst du sehen, das ist kein Baukasten, weil das ist extra für Mink. Also das Fenster hier ist von Polyplastik gebaut worden? Gebaut worden, wie die Türfenster auch. Und dieser Tank hat nur 12 Liter? Ja, ansonsten ist es Abdeckung, dahinter sitzt ja dann auch noch die Heizung, bisschen Elektrik. So, mach mal auf. Also vielleicht mal, um es vorwegzunehmen, er hat keine Dusche. Nein. Nee, denn in Island springt man ja in jeden Geysir. Sowieso immer. Ja, das ist so. Duschen die nicht in Island? Wie läuft das? Ich bin kein Isländer. Ich war zwar schon oft da. Es ist ein traumhaft schönes Land. Aber die Frage nicht gestellt, wie kann ich denn duschen mit so einem Ding? Außendusche? Nee. Gibt's nicht. Nee. Die gehen dann dahin, wo sanitäre Anlagen sind. Gehe ich mal von aus. In Island? Ja, gibt es ja auch Campingplätze, so ist es nicht. Aber klar, es gibt ja heute die ganzen Sackduschen, die sich dann auch in der Sonne ein bisschen aufwärmen. Jetzt werd nicht frech. Wie meinst du das? Sackdusche. Beutel? Das sind die Beutel, die so schwarz sind und genau. Die wärmen sich dann auf. Genau. Du alte Sackdusche, du. Ich guck mal gerade. Das ist wirklich ein doppelisoliertes Fenster, oder? Ja. Was ist die für ein Aufwand? So dunkel, ne? Wie die Türen auch. Ah, da ist das Ding, das machst du rüber. Weil ich kann mir vorstellen, wenn du so alleine stehst an der Tanke, nächtigst da und die Leute gucken ja von oben immer rein. Aber das lässt sich eh nicht verhindern, dass einer mal versucht ranzugucken, oder? Ja, das ist klar. Nee, dafür regt der viel zu viel Aufsehen. Also wenn man ein unauffälliges Fahrzeug kaufen möchte, das gilt übrigens für alle deine Fahrzeuge, das ist echt traumhaft. Darf man nicht zu uns kommen, ne? Darf man nicht zu Wielhaus kommen, nach Dasing oder nach Hamburg. Ja, hier Ablagemöglichkeit, das Bett, zeig mal die Matratze. Jetzt hast du so lange gewartet, dass du uns die dicke Matratze zeigen kannst. Ja, was denn, die ist so dick, die King Camo. Also, es könnte sein, das wollen wir jetzt mal offen lassen, dass wir vielleicht handelseinig werden mit Mink und dass Mink uns dann auch mal einen baut. Und du sagst, der in Schwarz, der sieht besonders schön aus, oder? Ja, super cool. Also matt schwarz, alles das, was jetzt gelb ist, ist matt schwarz. Dicke schwarze Felgen, All-Terrain-Bereifung. Für mich hätte ich mir lange nicht vorstellen können, bis er vor mir stand. Weil wenn man nur den gelben kennt, den ich auch echt schön finde, war das eine echt positive Überraschung. Sieht super aus. Komm, wir zeigen mal ein paar schöne Details hier. Diese Lederrückwand ist sehenswert, oder? Ja. Alles sehr bequem. Man hat sehr viel Kopffreiheit. Also ich auch mit meiner Größe kann da ganz bequem sitzen. Und das ist die ganze Technik. Das finde ich so geil, weil ich fahre ja gerade so einen türkischen Absatz. Kipper hätte ich fast gesagt, eine Absetzkabine und der hat auch nicht viel mehr, also da ist eine Heizungssteuerung drin, ich habe sogar ein digitales Display, auch das braucht man nicht bei Webasto, da gibt es einen Schalter an und fertig. Einfach andrehen und fertig. Da siehst du noch die Voltzahl, ob die Batterie noch ein bisschen Saft hat. Genau. Das ist der Heizungsausströmer, der bläst dann nach oben. Ja, 70% ungefähr gehen nach oben und 30% gehen unter die Matratze, das hat zwei Gründe, einmal natürlich, um die Matratze vielleicht ein bisschen anzuwärmen. Zum anderen eventuell entstandenes Schwitzwasser abzutrocknen. So, dann dieser Getränkehalter, der ist ja wohl sensationell. Der könnte aber auch ein Handy halten, oder? Ja, eigentlich ist der mal als Lautsprecherhalter gedacht. Also man kann eine Bluetooth-Box bestellen. Allerdings, wie du schon sagst, ist er ein idealer Flaschenhalter. So, und dann dieses Bett hier, da könnte natürlich auch ein Kind drauf. Zeig mir doch mal bitte, wie man hier verdunkelt. Dann gehe ich mal raus und du zeigst mir das mal bitte, weil das wird viele interessieren. Also erstmal kannst du hier verdunkeln, zeig mal hier gerade. Ja, da machst du einfach Plöppe auf. Das ist alles hier noch schöne Handarbeit. Da ist nichts mit Rollo und so. So. Ja, da macht man einfach. Und drin? Runter. Da ist es das gleiche Prinzip. Hast du jemals gepennt in so einem Ding? In dem hier, ja. Ja. Und? Ja, wie alle, die da einmal drin geschlafen haben, wollen eigentlich gar nicht mehr zu Hause schlafen. Das ist wirklich Schlafkultur pur, oder? Das ist extrem gemütlich. So, und wann geht das hier? Achso, da gibt es mehrere Gummis. Ja, genau. Du musst ja nicht alle machen, aber nur, dass man mal sieht, denn ich zeig das mal. Gerade eine Cola getrunken. Hier ist nämlich, jetzt sieht man nämlich auch wirklich nichts mehr. Mhm. Oh, jetzt gehe ich mal zur Seite. Also jetzt ist er schon nicht mehr zu sehen. Ich glaube, das ist auch ein recht effektiver Sonnenschutz, oder?
Ja, ja, natürlich. Also die meisten fahren auch mit geschlossenem Dach, wenn sie nach Süden fahren, dass sich das Fahrzeug nicht schon während der Fahrt groß aufheizt. Aber es ist schnell gemacht. Kann man während der Fahrt lüften? Gibt es so eine Lüftungsposition, die ich auflassen kann beim Fenster? Ja. Gibt's. Warte, ich komme mal zu dir. Dann ist das Licht ein bisschen besser. Von der anderen Seite, wir filmen uns heute am 23. September 2022 in Dasing. Das liegt zwischen Augsburg und München bei Wheelhouse. Patrick ist der Chef von Wheelhouse. Und du bist begeisterter Camper, dein ganzes Leben lang gewesen, kannst dir gar nichts anderes vorstellen. Warst noch nie im Luxushotel? Selbstverständlich nicht. Doch, 5 Sterne hat auch was für sich, so ist das nicht. Aber nicht immer. Ja, also es gibt hier, wie bei den allermeisten, einfach auch so eine gesicherte Lüftungsstellung. Und wenn man es dann ganz aufmachen will, dann macht man das in die Stellung, wie man das möchte. Dreht das zu. Dreht das zu. Vorteil ist bei den Fenstern, dass man bei Regen eben auch das aufgestellt lassen kann. Mach mal zu, bitte. Das wollen wir sehen. Also das ist das Fensterchen. So sieht das Ganze denn aus, wenn es geöffnet ist. Ja, viel mehr gibt es da nicht zu erzählen. Bettlänge? Das ist Standard, 2 Meter mal 1,40. So, und wir werden jetzt mal Mink mal anschreiben, das machst du. German Television soll nämlich so ein Ding kriegen, damit wir das mal testen können, damit wir es hinter unserem Hilux dann hinterher ziehen können. Denn ich glaube, das würde cool aussehen in schwarz mit den Offroad-Felgen. Ist auch ein bisschen höher gelegt? Ja, der ist dann, ich weiß nicht, wie viel Zentimeter. Es ist, glaube ich, effektiv nicht viel, aber er wirkt einfach viel bulliger. Mhm. Also der Unterschied ist signifikant. Ich glaube auch, wenn der allein im Garten bei mir stehen würde, da würden die ganzen Nachbarn, die wollen schon darin schlafen. Ja. Schlafkomfort, du sagst wirklich phänomenal. Sensationell, ja. Ganz, ganz tolle Matratze. Lüften nochmal, wenn es heiß ist im Sommer, staut sich da nichts? Oder weil man kann ja oben nicht aufmachen? Nein, das stimmt. Man kann das Dachfenster nicht öffnen, also man muss tatsächlich querlüften. Was es gibt, ist ein Moskitonetz, was von innen in den kompletten Türrahmen eingefädelt wird. Das heißt, die Tür kann komplett aufstehen. Und man ist trotzdem gegen Moskitos geschützt. Achso, die kann komplett aufstehen? Ja. Ja, würde ich nicht so gut schlafen. Aber gut, wenn man alleine ist, wenn er. Ja, aber kannst du auch zumachen. Es ist genau, das Fenster es ist genau, die, genau die Fresshöhe vom Wolf. Ja. Ja, Bär passt auch noch durch. Und Bär passt auch noch durch. Ja, ziemlich cool. Mink heißt das Ganze. Kommt aus Island, gefertigt in Lettland, zu haben bei, das ist hier ein kleines Transparent hingegangen, bei Wheelhouse. Das Ganze gibt es einmal in München und einmal in Dasing, da sind wir gerade in Bayern. Ja, viel haben wir gefilmt, unter anderem diesen tollen Kipp. Das ist ein Kipp. Vision Outback. Vision Outback, ein Family Kip, und das Video müsst ihr gucken. Allein schon hier diese Biertheke, die könnte auch jetzt in Düsseldorf in der Altstadt stehen, ja, so ein bisschen raus. Dann blickt man rein, das ist ein sensationeller Wohnwagen, der ganz anders ist wie alles andere. Und dann hat man natürlich noch hier Wolf haben wir gefilmt, und last but not least werden wir jetzt den Kip Shelter in seiner Basisversion zeigen. Das ist der meistverkaufte Wohnwagen in deiner Firma. Ja, das stimmt. Mit Abstand? Mit Abstand, ja. Also was Anzahl anbelangt, ist das ordentlich. Und die, ich nehme an, die kaufst du gleich im Fünferpark bei. Ja, weil sowas steht vielleicht ein paar Tage, maximal 1-2 Wochen. Preis, was kostet er? Fängt jetzt an bei 22,5 und ja, die also meisten. 22.500 Euro. Richtig. Ja, ich denke immer, alles was fünfstellig ist, sagen die Leute ja nicht mehr. So, das ist er. Aber es gibt einiges zu berichten, das werden wir jetzt zeigen, das Fahrzeug. Danke fürs Einschalten. Abonniert German Television. Tschüss.